Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns auf dem Kampfareal. Beziehungsweise wollen jetzt erstmal, um weiterzukommen, einmal kurz in den Duellturm. Müssen wir einmal dran teilnehmen. Finde ich. Ja, zwar ein bisschen doof gelöst, aber naja. Bringe dich durch die Räume vereinst und damit möchtest du dich der Herausforderung stellen, aber natürlich. Und da ich Doppelkämpfe liebe. Natürlich. Alles der Pummel ist nicht teilnahmlich. Na danke. Aber ich habe jetzt Brauchbares. Gut. Ich werde jetzt rechts an der Liste nichts ändern. Das ist einfach nur ganz kurz hierfür. Ich verstehe auch nicht ganz, warum. Ich kann sowieso bis 4 auswählen, von daher. Na, dann zeig mir mal, in welchen Raum ich muss. Tü-tü. Nee. Bin halt immer noch so ein bisschen frustriert, weil ich Drifter nicht einfach so woanders finde. Kotzt mich so ein bisschen an. Hey, du hast einen Fallriegel. Fallriegel möchte ich auch. Komm, ist der vorige gleich schon stark für Level 5. Ein Vibrava. Wieso ist das nicht effektiv? Naja. Ja.
guck halt immer noch nebenbei, ob es nicht doch irgendwo noch eine. Möglichkeit gibt. Irgendwie an Dings zu kommen. Das dürfte wirklich schwer sein. Mir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als bis Freitag zu warten und Dings zu finden. Von mir kriegst du manche Pokémon auch wirklich erst nachher halt das Nationalpokédex. Das ist schon. Nachher halt das Nationalpokédex. Das ist gelogen mit Hundemon. Hundemon habe ich auch schon früher gesehen. Was für Statuen es doch gibt. Selbst wenn ich jetzt verliere, ist es nicht so wild. Das sind aber, glaube ich, 7 Trainer, die ich hier. Bekämpfen muss. Wirkungslos, weil es die Boden ist. Und das poppt mich so richtig mit Driftlern, ne? Na, mal sehen, wie weit ich komme. Wieso?
Waren das eigentlich immer 7 Kämpfe? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schockwelle trifft jeden. Okay. Verdammt, der dritte Kopf. Das ekelt mich so richtig. Schön, Flammenwurf. Ab und zu. So kann man doch keine Steine behandeln. Genau. Mobile und Ninja. Der Ninja-Turm ist ja wohl easy besiegt. Richtig auf Mobile und Funkensprung auf Finion. Eigentlich habe ich Steigerungstieb behalten. Schade eigentlich, dass ich meine Wette nicht mehr steigen kann. So, das war Kampf Nummer 4. Lass mich schnell deine Pokémon heilen. Okay. Oh, eigentlich würde ich ja gerne eine Pause einlegen, ne? Ich weiß nicht, der Duellturm an sich ist nie wirklich meins gewesen.
Nicht sehr effektiv. Machen wir was Effektives. Ah, Schreck zurück kann ich abgreifen. Ist richtig. Das Ganze hat dir jetzt was gebracht? Richtig gar nichts. Aber dafür seid ihr ziemlich schnell. Oh, du hast einen Hunduster. Das reicht. Natürlich ist es stark vor Liebe, warum auch nicht? Ich guck mal, ob ich eine Pause davon machen kann oder ob ich das wirklich durchziehen muss. Die anderen beiden Kämpfe habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. LOL. Ich kann jetzt nur noch wieder kämpfen. Alter, wirklich, ist das dein fucking Ernst? Das ist mies und gemein. Vorher konnte ich immer noch aussuchen, ob Pause oder nicht. Jetzt das. Aber okay, wenn du unbedingt willst. Und habe. Warum habe ich nicht schon vorher pausieren gemacht? Darf ich das hier auch wirklich durchziehen? Halt.
Alter, hör doch auf mit deinem Schrottschild! Hey, das ist so nervig. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich muss ja weitergehen, ich kann ja nicht mal mehr pulsieren. Was so ein bisschen heavy ist, dass hier wirklich competitive steht. Denke ich zumindest. Bin ich der Meinung. Kommt mir so vor. Erstmal schön den Angriff steigern. Das war zwei, ich habe noch vier. Lanas. Und Volteball. Dann können wir es dabei belassen. Wobei kommt's auch. Hoffentlich war das jetzt der letzte Kampf. Boah, der Schnösel. Letzten Glückwunsch, du hast alle 7 Kämpfe in Folge gewonnen. Für deine Serie von 7 Siegen in Folge belohnen wir dich mit Gewinnpunkten. Wirklich. Das war eine Reporterin, ne? Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wäre es mit einem schnellen Interview? Na, von mir aus. Erzähl uns doch bitte von deiner Duellturm-Herausforderung. Wie geht es dir im Moment? Aha, ich verstehe. Vielen Dank. Dies Interview demnächst in einer unserer Sendungen. Ja. Das hat mich das interessiert. Hat die Zeit oder ein paar Minuten haben wir noch. Ich komme hier wirklich nicht eher weiter, bevor ich den Punkt, die Nationalpokédex habe, ne? Sag Trainer, hast du etwa einen Pokédex? Dann hätte ich einen kleinen Tipp für dich. Fordere möglichst viele andere Trainer heraus. Sie setzen nämlich alle ganz unterschiedlich. Guck mal rein.
Wie ich es mir dachte. Ich komme nicht weiter, bevor ich nicht die National-Pokédex habe. Na gut. Bevor ich nicht die National-Pokédex habe, komme ich also nicht weiter. Für euch wird es natürlich nur einen Tag dauern, für mich dauert es leider zwei. Naja. Kannst du nichts machen. Aber dafür fange ich mit dich. Stimmt, ich habe ja immer noch da zwei Pokémon drin, die ich gar nicht mit drin haben möchte. Na endlich! Kann auch noch kein Pokédex-Eintrag angelegt werden. Da. Ich die National-Pokédex noch nicht habe. Und dann hätte ich Geld damit gehabt. Gut, nicht übel, nicht übel. Sehr gut, schlecht. Oh, ich habe hier auch ein paar sehr gute Werte. Da habe ich auch. Da habe ich drei. Da habe ich auch drei. Und hier? Ja. Und hier habe ich auch ein paar gute. Was sagt das Manaphy? Sensationell. Wow. Ich habe ich auch noch nicht. Wow, ein super Fang. Warte mal. Ich glaube, wir können zumindest was anderes machen. An die Oberfläche. Das werden wir zumindest noch in dieser Folge noch mal machen. Bevor ich die Folge beende. Und jetzt wird der Triftlon sowieso nicht da. Abends ist es ja leider wieder weg. Ich glaube zwar nicht, da ich den Pokédex an sich ja noch nicht vervollständigt habe, aber im Versuch ist es trotzdem wert. Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein riesen Fan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, nicht?
Höchste Distanz zwischen dir und deinem Pokémon, um dich nur immer stärker zu fühlen. Na, leider. Tja, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deinen Pokémon zu verstehen. Da habe ich recht. Schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Liste hast. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüttert hast. Na, danke. Sounddesign, wenig Spielmusik. Ja, dann, du hast den Champ von Sinnoh besiegt. Das ist ja Wahnsinn. Als Belohnung bekommst du auch etwas frei. Na, immerhin haben wir das. Schade, ich habe mich mehr über den Superfangpin gefreut. Ja, gut, kann man nichts machen. Tja, für euch wird es morgen sein. Für mich, ich muss leider morgen noch abwarten. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf den Kanal da. Würde mich sehr freuen. Vergesst dabei aber nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Däumchen nach oben, wer ein Träumchen, freut mich riesig. Ansonsten kommt ihr rechts noch zu einem weiteren Video und links kommt jetzt ein weiteres Video und rechts wieder mit zur Playlist des aktuellen Projektes. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.